Nicht ansteckend? Ganz sicher nicht. Willkommen zurück zu Fallout 4. Hulu. Hoffe ich zumindest. Aber eigentlich ist... Protokolle später auf relevante Daten prüfen. Ja, ja. Was ich mich bloß frage, ist es eigentlich mit dem Gauss-Gehör besonders wichtig, wohin ich ziele? Weil im Prinzip ja voll aufgeladen müsste, das Ding ja nicht voll ist mit durchziehen. So, wir wollten auf jeden Fall irgendwie nach oben kommen. Ich glaube, ein Scharfschütze. Ja, ja, ja. Hier schon, das Gauss-Gewehr ist auch eigentlich stark genug, um mal eben das. Ach so. Ja, du, wenn ich. Das, also, ich komme in das Gebäude hier rein, ja? Ach, von da aus komme ich nicht rüber. Hä? Komme ich hier überhaupt rein? Ist das eine Tür? Das ist natürlich keine Tür, das ist ein Metall-Dings. Hä, wie kommt man denn in dieses verdammte Gebäude rein? Das war wirklich gerade... Wir müssen... Also es ist relativ sicher, dass wir aufs Dach von diesem Gebäude müssen. Kommen wir vielleicht einfach durch... Ach, hab 360. Ja, ja. Ach so, hier soll ich... Genau, hier soll ich eine Station bauen für die Dings. Jetzt weiß ich es wieder. Bestimmt. Kopfschuss macht trotzdem mehr Schaden. Ja, aber spielt es eine Rolle? Meine ich, die Frage ist, nicht, ob ein Kopfschuss mehr Schaden macht, sondern ob das Gauss-Gewehr einfach voll aufgeladen so viel Damage knüppelt, dass es total Wumpe ist, wo ich ihn... Das stört mich jetzt. Also, Curry hat die Dinger auch noch bei, oder? Kann ich... Der 63 Fusionszellen noch? Ach so, ja. Oh, oh, Curry hat ja noch jede Menge Zeug bei. Ah, das ist natürlich jetzt dumm von mir. Wie, die ganzen Teile habe ich alle kaputt geschossen mit meinem Kyrolator? WTF. Dir irgendwie behilflich sein? Ja, das wird richtig teuer, das wieder zu reparieren. Aha. Vor allem, das war alles mit einmal kurz durchziehen. Also das war nicht mal... Oh, das sind Kyrominen. Nee, das sind Kronkorkenminen waren das. Ah, lol. Tatsächlich. Kronkorkenminen, hübsch. Das Ding ist... Ist das der Fahrstuhl? Nein. Ah... Das macht mir richtig Sorgen. Ich hoffe, dass ich nie einen Gegner begegnen, der diesen Kyrolator hat. Der ist absolut überpowered. Aber wahrscheinlich findet man keine Munition nur ganz selten. Du spielst auf schwer, sehr schwer, oder? Da machst du einen Unterschied, zumindest bei mir. Achso, na gut. Ja, dann werde ich wohl doch mal ziehen müssen. Komme ich denn von hier aus weiter hoch? Nach unten. Nach unten. Diesmal so motiviert die Stimme. Zweiter Stock. Zweiter Stock. Ja, ja. Zweiter Stock. Genau. Fahr mich hoch. Mache. Ich nähere mich mein Ziel, das ist ja der Wahnsinn. Ich höre ein Radio, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Lecker. Schrotpatron. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Verdammt, aus der Hüfte kann ich den. Kann ich das Ding überhaupt aus der Hüfte aufladen? Ich schieße so unfassbar ungern aus der Hüfte. Kaffeeterrasse. Na, jetzt geht's aber los hier. Das Ding hat einem Gauss-Gewehr, dass ich für diesen... Eigentlich dürfte Gauss-Gewehr-Munition gar nichts kosten, weil prinzipiell sind das ja nicht nur Metallstücke, die man ein bisschen beschleunigen gut ist. Die ist ja eh... An und für sich ist das ja gar keine richtige Waffe. Also, keine richtige Munition, so rum. Die Waffe ist schon sehr real. Jemand da? Nein, nein. Habe Zeit zum Menschen. Gewalttätige Neigungen verkürzen deine Lebenserwartung erheblich. Ja, 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 ja. Was mir gerade so auffällt, das steht ja unten drauf, wie man... Der Kampf ist zwar gefährlich, aber auch ein gutes Training. Wo hat der denn eine Zündrüstung her? Vor allem eine, die ihm passt. Mann, 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 diese Supermutante. Wie viel Platz habe ich momentan noch? Ah, gleich wieder überladen. Na toll. Ja doch, das Gauss-Gewehr hat übrigens noch eine überraschend hohe... hallo, Anki-Artist. Das Ding ist, das Gauss-Gewehr hat auch eine überraschend hohe Kadenz. Muss man mal dazu sagen. Also, das schießt überraschend schnell. Was ich eigentlich genau, was ich gerade festgestellt habe, das steht ja unten an diesen... Jetzt weiß ich, wofür diese Zahlen da sind. Das ist die Aufladung. Die sieht man halt bloß im Visiermodus nicht so gut. Wer denn jetzt schon wieder... Hast du das gehört? Ja, ja. Mon chéri. Setze Kampfhandlungen fort. Wo soll ich? Was? Alter, Diamarell, sterbe ich hier fast noch. Da
Vorsicht, ich verfüge über Verteidigungsroutinen. Ein Bärhörnchen. Grüß dich. Ah. So toll ist die Gauss-Kniff dann doch nicht. Also es reicht zumindest nicht für die meisten Gegner. Also zumindest für die Supermutanten nicht. Danach solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit Toten zu hantieren. Ja, ich würde dir auch gerne dieses Sturmgewehr hier noch mitnehmen. Wie viel Platz? Erst das Radio kaputt machen. Hä? Wo ist das denn, das Radio? Hallo? Ach so. Oh, das kann ich irgendwie nicht ausmachen. Das stellt sich mir gerade die Frage, hört Curie... Hey. Was? Das ist Curies Rüstung komplett kaputt, das ist ja toll. Mann. Na gut, den Kybulator kannst du auf jeden Fall erstmal haben. Curie hat noch Platz, das ist ja ein Ding. Ich dachte, die wäre komplett voll. Decker-Outfit. Ach, verdammt, jetzt habe ich das nicht abgelegt. Ach so, ein Elend. Ich habe doch vorhin extra ein paar Sachen mitgenommen. Oder ins Inventar gepackt, weil ich... Was willst du? Jetzt reiche ich wieder un... wo ist denn jetzt die Waffe hin? Gehört die noch zu ihm? Jawohl. Mann. Ah, das ist Five. Das ist ja ein Ding. Man kann ja, ne? Ich kann die atomare Apokalypse kaum erwarten. Ich werde bestimmt ein erstklassiger Plünderer und Brandschatzer. Das ist das Schöne, du musst nicht mehr brandschatzen. Das Brandschatzen hat man dir schon abgenommen. Das ist das Problem. Es gibt ja diesen tollen Spruch, Pillage and Burn. Aber im Falle der nuklearen Apokalypse kam erst Burn und dann kommt Pillage. Ich würde gerne diese Munition hier mitnehmen. Danke. So. Habe ich diesen Ort jetzt befreit oder leben hier immer noch irgendwo Supermutanten? So, muss ich jetzt eigentlich hier genau hin? Aber sag jetzt nicht, ich stehe auf dem Dach vom falschen Gebäude. Sicheres DEA-Versteck. Ach so, das DEA-Versteck war die Waffenkammer, ne? Die hier irgendwo waren. Da hatte ich doch so ein tolles Code-Halsband mitgenommen. Oder was auch immer, Band. Mars Bay Medical Ding. Hier ist hier oben auf der Straße, war ich auch noch nie drauf. Gibt es irgendwelche Leute, die mehr böse sind? Nicht so. Vor allem, das ist eine Mehrspieler. Ja, das schafft sie, dann kannst du behalten. Wo sind denn hier eigentlich Gegner? Was sind die? Ach, da oben ist ein Birdie Bird, das ist ja schön. Ja, ich sehe hier auch Geister. Das wüsste ich auch gerne. Wo sind hier denn diese Typen? Mal ohne Witz. Hat mal wieder, hat Twitch schon wieder seine Plugins geändert? Guck, mein Arbeitsrechner gerade noch hier. Was? Nicht? Eigentlich müsste Twitch nach wie vor mit HTML5 funktionieren. Krieg dich mal wieder in den Griff. Ich glaube, die sind unter uns, oder? Also nicht dieses komische Lager, die. Jetzt ist es tiefer. Ich ahne Schlimmste, dass ich aufs falsche Gebäude hochgekraxelt bin. Umsonst. Quasi. Was? Nichts. Komm ich hier noch. Das sieht es verdammt nochmal danach aus. Was zum. Curie! Jetzt aber echt! Oh. Das wäre nicht meine Chance gewesen. Ja, genau, siehst du mich. Jemand ist in der Nähe. Vielleicht ist er uns freundlich gesonnen. Bezweifle ich. Aber Weiterfeuer mache ich auch mal. Super Taktik. So, kommen wir von hier aus noch wohin? Das Ding ist ja sogar dreispurig. Ich komme hier nicht durch. Verdammt. Komm ich da überhaupt irgendwie rüber? Doch, hier vorne, oder? Ja, das ist faszinierend, wo man hier überall hinkommt. Was ist das hier irgendwo? Ticker Tape Lounge? Mann. Man kommt hier richtig viel rum. Ich bin überrascht. Zugegebenermaßen. Sehr sogar. Es gibt hier weit mehr, als man mir glauben machen wollte. Ja, zum Beispiel. Legendäre Gunner. Ist so gewalttätig. Was ist mit ihnen denn passiert? Oh, warte mal, eine Kampfrüstung plus ein... Jawohl. Hervorragend. Warte mal, linker Arm? Moment, ich hab eine ganz fürchterliche Ahnung. Und zwar die, dass meine aktuelle Kämpfer... Ich hab ja... Ne, ich hab linkes Bein. Okay, linker Arm ist also noch... Linker Arm ist noch frei. Ja, wunderschön. Stärke plus Ausdauer. Ja, das ist richtig gut. Treiber... Ja, immer die Treiber aktuell halten. Geschafft. Alter, was ist denn hier alles drin? Kiste mit Franziskus. Das sieht irgendwie nach irgendeinem Gegenstand aus, den man irgendwie
Stumpen? Stoff? Na, wiegt nichts, kann ich mitnehmen. Sie greift den Feind an. Oho. Weißt du, welche Waffe ich schon lange nicht mehr genutzt habe? Meine Schrotflinte. Oder das Ding, das habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Man muss ja nicht mal ein bisschen Varianz in meiner Waffenbenutzung reinbringen. So, aus welcher Tür kam ich raus? Durchladen! Hast du das gehört? Die Jury hier ganz locker dasteht und. Verdammt! Irgendwie weigern sich die Leute hier zu sterben. Finde ich nicht gut. Ghost des Meierlockfleisch. Da ist noch ein. Du was verpasst hast? Nee, nee. Ich hab die ersten 20 Minuten damit vorbeigebracht, das nachzuspielen, was ich letzte Woche gemacht habe. Ist sie jetzt tot? Ja, nicht. Mir wäre es lieber, wenn es deutlich weniger davon gäbe. Das Ding ist, dass. Die Lasermuskete ist in dem Moment eine gute Waffe, indem sie mit einem Schuss den Gegner tötet, also wenn du die Zeit hast, quasi dich vorzubereiten zu schießen. Aber wenn du halt irgendwie die Gegner halt mit mehreren Schuss kaputt machen musst, das ist dann halt der gleiche Moment, wo das irgendwie die Lasermuskete richtig doll schlecht wird. Theaterviertel? Was muss ich denn hier? Jetzt bin ich auf jeden Fall auf der richtigen Höhe. Warte mal. Vielleicht hier irgendwo. Mann, ist das verwirrend hier. Jetzt überall auf und ab, hier und da. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo mein komisches, wo dieses lustige Waffenversteck ist. Was ich eigentlich suche. Warte, was ich hier überhaupt eigentlich mache. Ich schieße mich hier von einem Gebäude ins nächste. Ich habe ein bisschen Angst, dass das irgendwie für später nochmal eine Nebenquest ist, die ich jetzt komplett über. Ja, okay, gut. Jetzt bin ich hier auf den Typen. Ah ja, gut, die können zumindest die Typen plündern, aber. Das war Kartoschen. Ey, ey. Aktionszellen. Was ist eine andere. Wird. Da war. Ist ja gerade despawned vor meinen Augen. Was ist denn das hier? Warum ist denn. Ach so! Die scheinen wertlos zu sein. Die müssen wir also nicht mitnehmen. Doch, Curie. Die nehmen wir mit, weil. Die bestehen aus Blei. Aus irgendwelchen Gründen sind in Bleistiften Blei drin. Das ist dann mit diesen Töpfen hier. Ist ja fast wie bei Stalker hier. Das ist jetzt Curie, das ist erst die. Ich schaff's halt, die Rüstung zu verlieren. Fusionskerne. Warte, waren das gerade 4 Fusionskerne in diesen Dings drin? Ich lese ja nicht. 47 habe ich jetzt. Ich jetzt. Liegen ja mal 4 Fusionskerne in so ein Ding drin. Warte mal, ich kann aber was kochen, oder? Ich kann doch hier. Legion am Stil, jawohl. Und Mutantenhundekeulen. Was? Bleistift entfernt? Nö. Nö. Habe ich jetzt erst einmal Bleistift gekocht? Du fühlst dich mal, um diesen Gegenstand herzustellen. Warum nicht? Verkaufe französisches Sturmgewehr? Nie abgefeuert, nur einmal fallen gelassen. Das ist so gemein. Nur einmal fallen gelassen. Ja, das mögen die Armeen dieser Welt übrigens nicht, wenn man Waffen fallen lässt. So, wir müssen 31 Meter voraus und ein Stück tiefer kommen. Warum? Ach so. Deswegen nicht. Das ist aber ein 4 Fuß. Okay, ich habe zumindest das Gebäude gefunden, dass ich rein muss. Jetzt hoffen wir, dass ich irgendwo von dieser Brücke da auch reinkomme. Der Tunnel sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Vielleicht wenn man von oben geht vielleicht irgendwie. Das Blei hast du noch, nur das Holz ging weg. Weird. Vor allen Dingen, was weird ist, ich habe gerade Essen. Ach du Scheiße. Ich habe gerade Essen gemacht. Warum geht das Essen, wenn ich Essen mache, für was in den Essen brauche ich bitte schon Holz? Ah, tatsächlich, wir kommen, glaube ich, in das Haus rein. Oh, da warte mal. Hä? Warte mal. Und wie ist das? Das ist doch das Gebäude, wo ich hier ursprünglich die. Ja, genau. Ist echt. Ich bräuchte einen Fallschirm. Ja, hab 360. Ja, hab 360 ist sowieso unsere Quest, oder nicht? Ja, jetzt sagt mein Wegfarbe, dass ich in die Richtung soll. Oh. Armer Kerl. Ach Mann, ich will doch hier eigentlich nur eine verdammte. Oh.
Und wie sieht Kyrie ein bisschen aus wie so ein Cowboy, so ein Space-Cowboy mit dem Hut. Obwohl es eigentlich so ein komischer Revolutionshut ist. Du brauchst Holz für den Stieber Lego an einem Stiel. Achso, und dann nehme ich das Holz aus dem Bleistift. Ja, das macht, das ergibt voll Sinn. Aber was ist jetzt los? Wo zur Hölle sind wir jetzt? Platz habe ich noch im Winter, achso. Hä, warum habe ich denn auf einmal so viel Platz im... Hä? Ach so, ich habe was gegessen. Was haben wir hier? Was wiegt denn das? 5 Kilo und das hier ist... Die Metallrüstung wiegt 10 Kilo. Das ist meine Rüstungsteile, die wiegen wahrscheinlich auch noch eine Menge weg. Aha. Oha. Bowling. Bin ich richtig weit oben? Ich glaube, dieses Boston, bevor die Bomben gefallen sind, sah eigentlich relativ cool aus, wenn ich mir diese Brücken angucke. Ja, haben wir da unten. Ja, ich bezweifle, dass es der ist, dann das Gegner rendern. Was ist denn das da für ein Licht? Ach man, das ist nur eine Lampe. Ist doch mal so ein großer Spaß aus der Höhe, Leute zu erschießen. Aha. Schön, dass ihr euch alle Kaffee macht. Ich habe da nicht ganz so viel Glück. Ich muss da zu anderen Sachen greifen. Kann das sein, dass dieser Aufzug nicht fährt? Lol, was ist das? Also irgendwie wird Fallout immer mehr komisch. Fährt der Aufzug nicht? Was passiert? Generell überhaupt? Ist mir gerade so auf, warum hat der Anzug eigentlich überhaupt hier so eine Flügeldingens drauf? Also so eine Überkonstruktion. Komisch. Ah, jetzt das Radio wieder an, das ist ja toll. Hat sich gerade ein bisschen angehört, wieder wie die Star Wars Dingsbums. Das Titel-Theme, wenn irgendwelche tollen Helden auftreten. Kaffeeterrasse, da war ich auch schon. Muss ich echt nochmal komplett bis runter? Ey, diese Quest macht mich fertig hier, ne? Das ist... Naja, sicher mal kurzes Versteck. Total easy, kannst instant machen. Ja, ja. Jetzt macht sie von denen auch einen Kaffee, weil sie alle einen Kaffee machen. Ach, ihr Typens. Zweiter Stock. Überlebe ich das? Mal besser nicht reinkommen lassen. Zweiter Stock. Raus hier. Ah ne, das Versteck, das andere Versteck müsste genau hier sein. Ha. Ich könnte ja aber mal die anderen Quests mal alle ausmachen. Genau. Jackpot habt 360. 360. Hä, warum habe ich immer noch so viele Quests aktiviert? WTF. Achso. Wie jetzt? Also mein einer Questpunkt ist genau hier und der andere sagt, dass ich durch diese Tür laufen soll. Was? In Power-Rüstung hast du keinen Fallschaden, egal aus welcher Höhe du sprichst. Ich weiß. Aber ich habe keine Power-Rüstung an, sondern eine Curie hat eine an. Das wäre eigentlich die Idee. Ich habe so viele Kerne, dass ich einfach die ganze Zeit dauerhaft nur mit den Konstrukten... ja gut, ich könnte mit der Power-Rüstung rumrennen, nur dass ich den Helm weglasse, weil der Helm stört mich irgendwie stark. Und... Das ist relativ unwahrscheinlich, dass es mir die Kerne ausgehen. Das Einzige, was man, das ein Nachteil ist, die man an so einer Power-Armor ist, man kann damit nicht schwimmen. Man geht unter wie so ein... So, warte mal. Jetzt ist hier mein Ziel, ist 20 Meter nach oben entfernt. So, warte. Welche Tür habe ich denn von oben von der Brücke gesehen? Die war... Hier oder eine Querstraße weiter? Noch mehr Supermutanten? Ah, fuck. Die sind Zustand vorausgesagt. Scheinbar lag er richtig. Monsieur Platt? Wer zuerst ein Platt? Hä? Ja, das Ding ist, es gibt hier keine andere verdammte Tür. Ja, nee, ich hab, guck hier, ich renne hier mehr oder weniger relativ basic rum, weil ich ja eigentlich ein riesengroßes Sparkänguru bin und mir deswegen auf keinen Fall irgendwie Fusionskerne verbrauchen will, weil die findet man ja auch so selten. Also quasi nie. Das macht mich kirre, ne? Wenn ich hier gleich mit TLC durch die Landschaft laufen, bis ich genau bei diesem Punkt bin, wo mich der Questmarker hinführen möchte. Weil ich hätte echt den... Also da oben muss irgendwo eine Tür sein. Wo soll denn bitte schon diese behinderte Tür sein? In der Power-Rüstung um schwimmen zu können, würde ich auch die Invasion ordentlich was kaputt machen. Naja, wenn man einfach auf dem Grund langlaufen könnte, würde es ja auch funktionieren. Obwohl, eigentlich müsste eine Power-Armor theoretisch luftdicht verschließen. Weil, naja, das... Wäre ziemlich dämlich, wenn man so eine wunderschön dicke Rüstung hat und dann kann man aber leider darin, sobald irgendwie der Ansatz von Kampfgas aufkommt, kann man nicht mehr atmen. Das wäre irgendwie sehr ärgerlich.
Also die Tür müsste theoretisch da sein. So. Ist denn jetzt schon wieder explodiert? So. Und das Ding heißt ja, die Quest heißt Jackpot 360. So. Ich kann doch ganz schön tief springen, ohne Schaden zu nehmen. Machen wir die. So, das heißt. Hier steht sogar noch mal extra dran. Das heißt, unsere Tür müsste quasi. Oder komme ich hier vielleicht irgendwie über die Feuerleiter hoch? Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn ich das einfach von außen rankraxeln kann. Das ist diese komische Terrasse, die es sein soll, ohne Witz. Na gut, das werden wir dann in der nächsten Folge klären, wenn ich mich wieder am Rumrätsel bin. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder erst Fallout 4, wo wieder nichts passiert. Tschüss!